Kapitel 11, die Affenbrücke. Als Barmalai erfuhr, dass Dr. Aibolit aus dem Kerker entkommen war, wurde er furchtbar wütend. Er funkelte mit den Augen und stampfte mit den Füßen auf. »Herbei, meine getreuen Diener«, schrie er, »lauft und holt den Doktor ein. Fangt ihn und bringt ihn mir her.« Die Diener rannten ins Dickicht und begannen nach Aibolit zu suchen. Inzwischen aber eilte der Doktor mit seinen Tieren quer durch Afrika zum Affenland. Er sputete sich sehr. Das Ferkel Naff-Naff kam aber wegen seiner kurzen Beinchen nicht mit. Der Doktor musste es auf die Arme nehmen und tragen. Das Ferkel war schwer und der Doktor wurde bald müde. »Wie gern würde ich ein wenig rasten«, sagte er. »Wären wir doch bald im Affenland.« Chichi erklomm einen hohen Baum und rief von dort: »Ich sehe das Affenland. Es ist ganz nah. Und bald sind wir da.« Der Doktor lachte vor Freude und eilte weiter. In der Ferne hatten einige große Affen den Doktor schon entdeckt und klatschten froh in die Hände. »Hurra! Dr. Aibolit ist da! Gleich wird uns der Dr. Aibolit kurieren und morgen sind wir gesund.« Doch da kam Barmalais Diener aus dem Dickicht hervorgesprungen und hasteten dem Doktor nach. »Haltet ihn! Haltet ihn!« schrien sie. Der Doktor lief, so schnell er konnte, aber plötzlich stand er vor einem Fluss und konnte nicht weiter. Der Fluss war so breit, dass man ihn nicht durchschwimmen konnte. Gleich mussten Barmalais Diener ihn einfangen. »Ja, wenn es über diesen Fluss eine Brücke gäbe, dann könnte der Doktor darüber laufen und wäre sofort im Affenland.« »Ach, wir Ärmsten«, jammerte das Ferkel Naff-Naff. »Wie kommen wir bloß auf die andere Seite? Gleich erwischen uns die Bösewichte und werfen uns wieder in den Kerker.« Da schrie einer der Affen: Eine Brücke! Keine Minute verlieren! Macht eine Brücke!« Der Doktor hielt Umschau, denn die Affen hatten ja weder Eisen noch Steine. Woraus wollten sie da eine Brücke machen? Aber die Affen bauten die Brücke nicht aus Eisen und nicht aus Steinen, sondern aus lebenden Affen. Am Flussufer wuchs ein Baum. An diesen hielt sich einer der Affen fest und der nächste packte ihn beim Schwanz. Und so hängten sie sich als lange Kette zwischen die beiden hohen Ufer des Flusses. »Da hast du eine Brücke! Lauf schnell!« riefen sie. Der Doktor packte die Eule Bumba und lief mit ihr über die Köpfe und Rücken der Affen. Alle seine Tiere folgten ihm. »Schnell, schnell!« schrien die Affen. Über die lebende Affenbrücke zu gehen, war nicht leicht. Die Tiere hatten Angst, da sie straucheln und ins Wasser fallen könnten. Doch nein, die Brücke war sicher, denn die Affen hielten einander ganz fest. Darum erreichte der Doktor mit seinen Tieren sehr bald das andere Ufer. »Schnell, schnell voran«, rief er. »Wir dürfen keinen Augenblick verlieren, sonst holen uns die Feinde ein. Seht mal, auch sie laufen über die Affenbrücke. Gleich sind sie hier. Schnell, schnell!« Doch was geschah? Mitten in der Brücke ließ ein Affe den anderen los. Und die Brücke ging auseinander und Barmalais Diener plumpsten aus großer Höhe alle ins Wasser. »Hurra! Dr. Aibolit ist gerettet«, riefen die Affen. »Jetzt kann ihm nichts mehr passieren. Die Feinde haben ihn nicht erwischt. Jetzt wird er unsere Affen heilen. Sie sind ja ganz in der Nähe. Sie stöhnen und jammern.«